So, grüßt euch, servus, habe die Ehre. Jetzt bin ich mal wieder unterwegs, heute bei dem schönen Wetter mit dem Fahrrad, schaut mal her, schöne Sicht. Ja, und zwar geht es heute um die Bremsbeläge. Ich habe gesagt, ich mache noch ein Video über die Bremsbeläge. Und zwar, ich habe die Bremsbeläge hinten ausgetauscht. Hier ist der Bremssattel, Leute. Und wenn ihr nicht wisst, welche Bremsen ihr braucht, und zwar, das sind die richtigen beim Fischer EM1723. Das sind die Shimano Disc Brake, kann man das lesen? Jetzt. Die B01S sind die richtigen Brems, also beziehungsweise die Bremsbeläge für das Fischer EM1723 Mountainbike. Also wenn ihr es wechseln wollt, hier, das sind die richtigen. Da kosten zwei Paar, haben mich 14 Euro gekostet. Das Ausbauen ist eigentlich auch ganz einfach. Hier sind die alten, sage ich euch, Schatz. Jetzt hier sind die ausgebauten. Ja, die wären noch 300 Kilometer gegangen. Ja, in der Regel bei mir halten die Bremsbeläge ca. 2000 bis 2500 Kilometer. Es kommt immer darauf an, wie ihr fahrt, wie vorausschauend. Dann fahrt sie viel bergab. Bei mir ist es halt meistens Stop and Go in der Stadt. Das heißt, ich brauche ziemlich viel Bremsbelag durch die starke Bremsen, obwohl ich schon immer versuche, vorausschauend zu fahren. Ja, was habe ich noch organisiert? Ja, genau, sitzt da hinten. Ich habe einen Gepäckträger jetzt drauf. Kann man vielleicht sehen. Ich tue das mal hier runter. Der ist an der Sattelstütze festgeschraubt. Und was habe ich noch gemacht? Ja, was auch neu ist, ist Beleuchtung. Ich habe mir für die praktisch für die Federgabel eine Beleuchtung gemacht, Doppelbeleuchtung, hört's her. Und am Lenker habe ich oben zwei Lichter. Also man, in der Nacht bin ich immer jetzt gut erkennbar. Und hinten habe ich mir auch noch ein kleines Lichtlein. Und das ist das hier. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. So, ansonsten ist nichts Neues. Alles noch beim Alten geblieben. Also Bremsbeläge, wenn ihr braucht, das sind die richtigen. Und nein, ich mache jetzt keine Werbung für Shimano, aber das sind halt die Originalen. Und ich denke mir, wenn schon Shimano Bremssattel und Bremsanlage drauf ist, dann tue ich auch die originalen Bremsbeläge rein. Die sind mit Resin, das heißt das Harz, die verschleißen schneller wie andere. Es gibt auch teure, habe ich gesehen, aber ich habe gehört, dass die umweltfreundlicher sind, die Resin. Ja, großen Ganzen war es dann. Ich wünsche euch noch was, also habe die Ehre und pfiat's euch, ciao.